Moin Leute und herzlich willkommen zu unserer dritten Bestrafung unseres Projektes Gothic Definitive Edition mit dem Fortuna-Rad. So, ich bin in der 10. Folge ja gestorben, das dritte Mal. Und ja, als Bestrafung haben wir, beziehungsweise habe ich, ihr schaut ja nur zu, Folgendes bekommen, dass ich ein Video mit einem Lerneffekt machen darf. So, ich habe mich für etwas entschieden, was man ja für einen naturwissenschaftlichen Experiment, ja, und zwar mit einfachen Hausmitteln. Ja, ich sollte, glaube ich, das lieber so zeigen. Einen Moment. Also, wir haben hier, ich hoffe, das sieht man. Wir haben hier ein Teelicht in einer Schüssel mit Wasser. Ja, ich zeige das mal so, vielleicht wurde die ja da gerade geblendet. Das Teelicht habe ich gerade ins Wasser reingelegt. Ja, und wir schauen gleich auf das Experiment. Alter, das Handy steht nicht, Alter. Ja, geil. Auf jeden Fall muss ich das wohl mit einer Hand halten. Ja, okay, vielleicht auch doch nicht. So, mich sieht man eventuell. Also, als allererstes zünden wir. Scheiße, funktioniert das überhaupt? Ein bisschen windig, kann sein, die Flamme wird ausgehen. So, ich hoffe, es brennt. Okay, es brennt. So, dann zeige ich euch mal, dass es tatsächlich auch brennt. Ja, sieht man. Okay, perfekt. So, nun, was machen wir? Ich habe hier so ein Glas. Ja, mit dem Glas werde ich das gleiche mal bedecken. So, und jetzt aufgepasst, Freunde. Wir wissen, Feuer braucht zum Brennen Sauerstoff, und zwar aus der Luft. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob man es im Video hier sieht. Ah, doch, ich glaube schon. Und zwar der Wasserspiegel. Ja. Ja, da sieht man das perfekt. Ja. Genau, hier so sieht man das perfekt. Wie ihr seht, also vorhin, wo ich das Glas reingestellt habe, da war ja sozusagen kaum Wasser drin. Ja. Nun, nachdem die Flamme oder das Feuer das gesamte Sauerstoff in diesem geschlossenen Raum verbraucht hat, ist die Flamme ja ausgegangen. Okay, logisch. So, was als nächstes passiert ist. Es ist Wasser in den Raum eingedrungen, nachdem die Flamme ausgegangen ist. Ja. Und der Grund dazu war, weil dadurch, dass ein Teil der Luft in dem Raum ja verbraucht worden ist, ja, ein Teil der Luft ist nun verschwunden. Es bildet sich in diesem Glas dann ein Unterdruck, ja, ein geringerer Druck als der Atmosphärendruck. Ja, so haben wir hier drin, ja, hier drin in dem Wasser, haben wir dann einen kleineren Druck als hier außen. Und die Natur neigt dazu, immer Temperaturunterschiede oder Druckunterschiede auszugleichen. Und meistens geschieht das so, dass ja, bei der Temperatur zum Beispiel von warm nach kalt die Temperatur überfließt, und beim Druck vom Hochdruck auf Tiefdruck der Druck, ja, übergeht. Und dadurch, dass da drin jetzt ein Unterdruck war, hat der Außendruck sozusagen das Wasser
von außen sozusagen hineingedrückt und dadurch kam dieser Effekt zustande, dass in den Raum Wasser eingedrungen ist. So, wenn ich das mal versuchen, ich kann es hier mal so versuchen aufzuheben. Da, ihr seht es hier. Perfekt, ne? Guck mal. Da. Im Wasser, im Gefäß, ist ein höherer Wasserspiegel als in der Schüssel. Geil, ne? Ich kann es nicht anders zeigen. So. Genug mit dem Gequatsche. Schauen wir mal das Video gleich nochmal an und bis zur nächsten Folge, ihr Säcke.